So, einen wunderschönen guten Abend, schöne Pfingsten. Eine Zuhörerin, das Programm heißt 1 zu 1 macht 111. Wir beschäftigen uns heute mit Beethoven. Die Glocken läuten, das ist schön. Für mich das erste Streaming-Konzert überhaupt in dieser Form und für mich jetzt auch das erste Konzert seit 10 Wochen Pause. Sehr aufregend. Ich freue mich, dass wir zwei hier sind. Wir beschäftigen uns mit Beethoven und wir beschäftigen uns heute Abend mit der Kunst des Improvisierens. Denn Improvisieren ist in dieser Zeit ganz besonders wichtig. Und so geht es los mit der Fantasie, Opus 77. Das ist in der Tat eine auskomponierte Improvisation von Beethoven, sehr frei, mit Humor. Immer wieder bricht die Musik ab und er betitelt diese Fantasie als Fantasie in G-Moll. In der Tat ist aber am Ende nur der allererste Takt in G-Moll, dann entfernt er sich von G-Moll und in der Mitte des Stückes erreicht er H-Dur, die am weitesten von G-Moll entfernte Tonart, komponiert in H-Dur ein kleines Thema und über dieses Thema kommen dann Variationen, um auch in H-Dur zu enden. Also G-Moll ist nur der erste Takt. Die Variationen in der Mitte dieses Werkes spannen dann den Bogen zum großen Hauptwerk des heutigen Abends, die Sonate Opus 111, Beethovens letzter Klaviersonate. Dazu werde ich dann aber gleich noch etwas sagen, wenn wir die Fantasie gehört haben. Das Instrument, was Sie sehen, ist natürlich nicht ein moderner Konzertflügel, sondern es handelt sich um einen Pleyel von 1846. Das ist etwas nach der Beethoven-Zeit, aber dieser Flügel passt zu dem heutigen Programm ganz besonders gut, denn wir werden auch eine moderne Sicht auf Beethoven gemeinsam bereisen und ich habe diesen Flügel speziell für dieses Programm ausgesucht, weil ich finde, er klingt ganz wunderbar. Er versetzt uns in eine Zeit vor knapp 200 Jahren und damit können wir den großen Jubilar Beethoven heute besonders feiern. Viel Vergnügen. Thank you.
Ja, man hat gesehen, wie kunstvoll Beethoven improvisieren konnte, wie humorvoll. Und wir können natürlich sehr dankbar sein, dass er uns auch auskomponierte Improvisationen hinterlassen hat. Eine andere dieser Art wäre zum Beispiel die große Klavierkadenz in der Chorfantasie. Die hat er geschrieben, weil er schnell das Stück 5 Stunden vor Aufführung noch verlängern musste. Und da kann man mal sehen, was der alles drauf hatte. Jetzt gehen wir in die Neuzeit zu John Corigliano. Also ein Stück, was geschrieben ist 140 Jahre, nachdem dieser Flügel gebaut wurde, nämlich 1984. John Corigliano ist ein Italo-Amerikaner, der in New York an der Juilliard School eine Professur für Komposition innehatte. Und er ist gebeten worden, für einen Klavierwettbewerb ein Pflichtstück zu schreiben. Ein Pflichtstück für einen Klavierwettbewerb bedeutet, dass die Jury ein Stück wieder, wieder, wieder und wieder hören muss. Das ist also gar keine so leichte Aufgabe. Und er hat sich entschieden, dieses Stück in freier Form zu verfassen. Das heißt, bei jeder Aufführung entsteht dieses Stück neu. Es gibt Teile, die sind in der Kompositionsform der sogenannten Aleatorik, also wie Würfel, Alea, es wird durcheinander gewürfelt, geschrieben. Das heißt, ich habe in den Noten bestimmte Motive, bestimmte Patterns und die kann ich dann je nachdem übereinander schichten. Da es aber am Ende doch alles linear geht, werden sich immer wieder harmonische Verläufe ergeben zwischen der rechten und der linken Hand. Und diese harmonischen Verläufe sind entnommen dem langsamen Satz der 7. Sinfonie von Beethoven. Dieses Stück bezieht sich also auf die 7. Sinfonie von Beethoven. Und an manchen Stellen schimmert auch dieses Thema, was Sie sicherlich kennen, durch. Und man hat das Gefühl, Beethoven schaut in unsere Zeit hinein. Der Anfang, bevor es mit diesen aleatorischen Elementen losgeht, ist bezogen auf den Rhythmus. Das rhythmische Motiv dieses langsamen Satzes ist eben immer eine lange und 2 kurze. Das werden Sie auch unschwer erkennen. Aber eben das ganze Stück in freier Form und es erklingt jedes Mal wieder neu, so auch heute. Und das lasse ich dann nahtlos übergehen in die letzte Beethoven-Sonate, die Sonate Opus 111. 111, dreimal die 1. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir es mit der Zahl 3 zu tun haben. Der erste Satz hat ein Hauptthema, was aus 3 Tönen besteht, in dem der Tritonus eine große Rolle spielt. Das heißt, das ist dramatisch, das ist zerrissen. Sie werden auch hören, wie die Zerrissenheit dieses ersten Satzes immer wieder die Oberhand gewinnt. Die Musik hält an, um dann neu wieder auszubrechen. Und auch der zweite Satz hat ein Thema, was aus 3 Tönen besteht, eine Arietta, über die dann jeweils im Dreiertakt, und zwar immer in der Potenz von 3, also erst ins 3/16, dann 9, dann 27, 81 und so weiter, Variationen geschrieben werden. Sie werden hören, dass das rhythmische Element auch da eine sehr große Rolle spielt. Durch den Hammerflügel haben wir durch das Knacken der Hämmer noch wie eine Rhythmuskombo. Man sagt, Beethoven hat den Jazz erfunden, da gibt es einige Stellen, da kann man das unschwer erkennen. Und wenn diese Variationen immer freier werden, immer größer werden, dann gibt es Stellen, da hört man die Englein singen und hat doch das Gefühl von großer Hoffnung und diese Zerrissenheit geht dann in höhere Sphären. Und ganz am Ende wird dieses 3-Ton-Motiv um einen Ton, um eine Vorhaltsnote erweitert. Und über diesen einen Ton haben sich Literaten Gedanken gemacht, allen voran Thomas Mann im Dr. Faustus. Er widmet diesem einen Ton viele, viele Seiten. Er sinniert darüber, was dieser eine Ton mit uns macht, indem er dann eben von der 3. in die 4. Dimension übergeht. Kein Zufall, dass es nach diesem 2. Satz dann keinen weiteren Satz gibt und dem ist dann auch nichts hinzuzufügen. Viel Vergnügen.